Freitagabend in unserer Straße. Kann gut sein, dass ich nicht schlafe. Nein, ich höre Mikrokosmos, tanze, bin hellwach. Es klingelt der Nachbar, was soll der Krach? Er steht vor unserer Tür und beschwert sich laut, dass ihm mein Krach den Abend versaut. Er sagt, er könne sein Fernsehen nicht verstehen und ich müsse jetzt die Musik ausdrehen. Die Tür ist wieder zu und ich denke nach, war meine kleine Feier denn wirklich Krach? Oder sitzt dem Nachbarn ne ganz andere Laus auf der Leber und geht da nicht weg, weil Superkleber. Wenn du absolute Ruhe brauchst, dann zieh halt auf den Friedhof. Da herrscht immer Totenstille. Bis dahin entspann dich und koch dir einen Tee mit viel Baldrian und Kamille. Samstagnachmittag in unserem Hinterhof, der Ball ist in Bewegung, die Stimmung famos. Dann fällt ein super Tor und der Jubeltoast. Doch einen Nachbarn reißt das Fenster auf, das Schimpf geht los. Sie ruft, der Hinterhof ist kein Fußballplatz. Ich sag, ein Mehrfamilienhaus ist keine Gruft. Zum Leben gehören nun mal Geräusche, so zum Atmen die Luft. Wenn du absolute Ruhe brauchst, dann zieh halt auf den Friedhof. Da herrscht immer Totenstille. Bis dahin entspann dich und koch dir einen Tee mit viel Baldrian und Kamille. Nur eine Sache noch, nur dass man mich nicht missversteht. Wir verstehen wirklich gut, dass Lärm echt auf die Nerven geht. Doch wenn wir Autos, Baustellen, Rasenmäher und so vieles andere sehen, sind da denn echt Musik und Fußball das Problem? Also nehme ich gerne Rücksicht, versuch niemanden zu stören. Doch bei manchem, was ich mache, kann man mich nur einmal hören. Und wenn ich sehe, dass etwas Lautes anderen richtig Freude macht, dann spare ich mir den Ärger und hab schon mitgelacht. Wenn du absolute Ruhe brauchst, dann zieh halt auf den Friedhof. Da herrscht immer Totenstille. Bis dahin entspann dich und koch dir einen Tee mit viel Baldrian und Kamille.